Moin, liebe Freunde. Es ist mal wieder Zeit für ein Unboxing. Jawohl, denn die Loot Chest ist da. Eigentlich ist sie schon seit Samstag da und lag auch schon hier vom Haus in der Paketstation. Nur heute war dann endlich die Bestätigung im Briefkasten, dass ich sie heute dann endlich auch da rausholen konnte. Ja, ich sag mal so. So kamen die dann da raus, ne? Ich weiß, man soll sich nicht über DHL aufregen, aber... Boah, ich glaube, wenn er mir das so in die Hand gedrückt hätte, ich hätte ihm gesagt, nö. Weiß ich nicht. Also, klar, das hier bin ich, ne? Das hier, ich mache immer den Aufkleber ab, wo meine Adresse drauf steht. Aber dieses Loch hier oben, naja, ich hoffe, es ist noch alles heile. Jetzt natürlich gleich nicht mehr, denn jetzt gleich wird erstmal hier die Box aufgeschnitten. So. Und zack, das kennen wir bereits. Und so ganz schön verbogen, muss ich mal sagen. Ganz, ganz schön verbogen. So. Das sieht aber interessant aus. Oder sieht aber sehr interessant aus. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen. Es war sehr schwierig seit Samstag. Aber. Wir gucken erstmal, was oben drauf liegt. Oben drauf liegt erstmal. Beast Butt Cotton Bubblegum. Sour Apple Flavor. Okay. Also irgendein. Das. Ja. Irgendwas Süßes. Eine Kaugummi-Zuckerwatte mit Apfelgeschmack. Ach so, natürlich. Ja. Warum nicht? Gibt immer wieder mal neue Sachen. So. Dann. Na, was ist denn da los? So. Ein Schlüsselanhänger. Ich zeichne euch mal von hinten. Ein Schlüsselanhänger. Na, geh mal in die Mitte. Komm, damit ich dich ganz gut zeigen kann. Will nicht. Egal, zu Harry Potter. Und zwar ein Gryffindor-Schlüsselanhänger. Kannst du aufhören, so zu wackeln? Dankeschön. Ja, wunderbar. Ich glaube nicht, dass ich den noch mit an meinen Schlüssel kriege. Der hängt übrigens hinten in der Tür. Wenn man nah ranzoomt, kann man es vielleicht noch erkennen. Da hängt schon so einiges dran. Ja, ich muss sagen, der Schlüsselanhänger ist nicht ganz sauber verarbeitet. Oder es lag daran, guckt euch mal die Box an, ne? Kann natürlich auch daran liegen. Der hat nämlich hier oben so einen leichten... Na, da sind die Farben so verwischt. Oder das ist Absicht, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Hier, an der Stelle da zum Beispiel. Kann man das überhaupt erkennen? Ach, das sieht man da glaube ich gar nicht. Und dann ist egal. Wenn man es dahin nicht sieht, ist egal. Dann fällt auch niemand anderem auf. Aber gut, ein Schlüsselanhänger. Ansonsten, er fühlt sich sehr gut an eigentlich. Hm? Sehr schön. So, dann. Ich glaube, die Box ist diesmal recht überschaubar, was die Menge angeht. Aber okay, machen wir mal. Ja, wir müssen damit weitermachen. Wir müssen damit weitermachen. Sonst passt alles andere, geht nicht aus der Box sonst raus. Mit einem Zelda-Deko-Kissen. Zu The Legend of Zelda. Ach was. Ein Loot Chest Exclusive. Wenn ich euch das so zeige, blätter ich hier mal rum. Nachlässigkeit ist eine Brandursache. Oh ja. Carelessness causes fire. Oh ja. Weist vorsichtig, wenn ihr das nicht, dann kann Brand het Gefolg sein. Oh ja. Alle anderen Sprachen kann ich nicht. Doch, Französisch. Ja, egal. Auf Rückseite sieht es übrigens so aus. Hat nämlich zwei Seiten. Wenn man es so umstellt, ist auch egal, wie rum man das Kissen sich hinstellt. Ein Deko-Kissen also. Ich hatte schon befürchtet, dass das was abbekommen hat, weil das nämlich genau unter der großen Macke lag. Aber ich glaube, das war der Vorteil, dass das Kissen da lag und zum Beispiel nicht etwas anderes, was ich hier gerade noch sehe. Aber schön, das kommt auf meinen Couch, ich meine gesagt, auf mein Bett natürlich. Oder eben anders schön als Deko. Es sieht gut aus, es ist auch gut verarbeitet. Moment, ja doch. Kann da so liegen bleiben. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Zu Marvel Avengers Age of Ultron. Eine Iron Man Figur
von Hasbro. Ja, ich soll es mal höher halten. Auch hier mit einer großen Warnung hinten drauf. Warning. Da, nur von, also für, nicht für 0 bis 3 Jahre geeignet. Darf ich das dann schon haben? Ich glaube nicht. Tony Starks gepanzerter Hightech-Anzug macht ihn zum unbesiegbaren Superhelden. Ja. Okay. Kann man machen. Ich überlege mal, ob ich die da mal raushole. So vorsichtig, wie es eben geht. Wobei die Verpackung eh schon einiges abbekommen hat, auch. Wenn man hier dran so sieht. Ist da schon offen. Vielleicht ist das aber auch beabsichtigt, dass die Packung offen ist. Ist nämlich auf jeden, auf allen Seiten offen. Ist beabsichtigt, okay. Meine, jetzt ist es eh kaputt, von daher. Na, komm da raus. Ja, gut, die Verpackung wollte ich eh nicht behalten. Von daher, Verpackung ist eh egal. Ein. Ja, ist egal. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade war. Komm raus, ganz vorsichtig. Nicht kaputt gehen. Klingt nur bei diesen Verpackungen immer so, als würde man alles kaputt machen. Auch wenn man sie gar nicht macht. Gut, bist du dafür vorgesehen? Egal, auf jeden Fall die Figur. Man kann die Beine bewegen, die Arme und den Kopf. Hallo. Raise your fist in the air. Ja, umgekippt. Stehen geblieben. Wunderbar. So. Das ist das Heft. Da gucken wir diesmal erst hinterher rein, weil es diesmal ganz unten drunter liegt. Was haben wir denn hier? Sonic the Hedgehog. 25 Jahre. Sonic the Hedgehog. Ein Bild. Sieht irgendwie geil gemacht aus. Steht nicht drauf, von wem es ist. Ist auf jeden Fall matt. Ist auch mal ganz schön. Ist, ja, doch ein bisschen glänzend, aber nicht ganz so. Ist schon durchaus, man sieht nur nicht so spiegelnd wie andere Bilder schon mal. Hat doch durchaus. Hat doch durchaus was. Fällt ja die Verpackung von Iron Man gerade runter. Toll. Okay. Was haben wir noch? Noch zwei Sachen, sehe ich. Machen wir mal hiermit weiter. Als letztes kommt immer das T-Shirt, ne? Das kennt ihr ja bereits. Eine Kufik-Figur. Das ist der Hulk. Kennt ihr den Hulk? Auch zu The Avengers, genau. Auch zu The Avengers Age of Ultron. Und auch den hole ich da mal raus, weil man, ich selber kann es nicht gut sehen und ihr denkt, man könnt es auch nicht. Oh, das spiegelt sich mein Bildschirm und meine Aufnahme. Toll. Auch ihr könnt aber nicht wirklich viel sehen. Von daher, komm mal raus da. So. Ich mach das mal hier unten, dann ist das nicht so laut für euch. Das Rumgeknarze hier und das Rumgeknistere und das Rumgedingens. Wenn ich mich zu weit nach vorne beuge, dann sieht man, dass ich noch spülen muss, dass hier noch das ganze Geschirr steht. So, komm. Zack. Jawohl. Ah ja. Sieht besser aus als in der Verpackung. Muss ich mal ganz klar sagen. So sieht das gute Stück nämlich dann aus. In die Richtung kann ich es halten. So, ein bisschen näher, jawohl. Sehr schön. Ist auch recht gut verarbeitet.
Weil ich nicht glaube, dass es hier unten an den Beinen Absicht ist. Macht aber nichts, das sind immer diese Figuren. Ne, da unten, da seht ihr da diesen weißen Püpsel? Ich weiß nicht. Komm mal von Kopf. Da. Da. Ich glaube nicht, dass der beabsichtigt ist. Macht aber nichts. Ansonsten sieht die Figur echt gut aus. Und da muss man sich auch kleine Gedanken machen, ob die Figur stehen bleibt oder nicht. Mit dem Standy da drunter. Jo, die bleibt stehen. Alles klar, haben wir also Hulk und Iron Man. Einmal als Kuhfig, einmal als Figur. Also eine ganz normale kleine Actionfigur. Actionfigur. Fragt mich nicht, was das war. Gut, und dann haben wir noch ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Und so. Eine doofe Position. Egal. Ihr seht erstmal die Rückseite. Sieht gut aus. Ich weiß nur gerade nicht ganz genau, was das ist. Oh. Ich zeige es erstmal. Ich hatte erst eine Idee. Habe dann aber gerade meine Idee verworfen. Sieht auf jeden Fall echt gut aus. Größe L, das passt ja wunderbar. Da muss ich doch mal eben schnell nachschauen. Dingens. Dingens halt, ne? So. Das Featured Game übrigens ist diesmal Hellblade. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das sollte man sich auch eigentlich zulegen. So, das T-Shirt. Ice Survive. Der Krieg zwischen Menschen und Affen war unabwendbar. Fliege. Hau mal ab hier. Gut, dann lag ich doch anfangs nicht so verkehrt. Rein von dem Gesicht her. Den Spruch wiederum kannte ich noch nicht. Weiß ich nicht. Alles klar. Sieht aber so oder so gut aus. Ich nehm die T-Shirts eh. Egal, was da drauf ist. Also, halbwegs egal. So, also wir haben das T-Shirt für 15 Euro. Wir haben das Zelda-Kissen für 13 Euro. Wir haben die Sammelfigur für 10 Euro. Ja, also die kleine hier. Den Schlüsselanhänger. Es hätte natürlich noch mehr gegeben. 4 Stück an der Zahl. Natürlich, Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin oder Hufflepuff. Ist aber doch mit Gryffindor jetzt nicht so verkehrt. Ja. Ist ja nicht so verkehrt. Ja, und das ist übrigens das Plus-Item. Unser Hulk. Den kann man übrigens auch als Bildhalter nehmen. Das geht auch wunderbar. Kann man den auch für verwenden. Wenn schon, nimmst du bitte auch richtig in die Hand. Komm, so. Kann man auch machen. Machen wir das Plus-Item. Steht denn hier irgendwas zu dieser Zeichnung drin? Nee, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ja, dann ist das wahrscheinlich einfach nur so. Ja, nett mit dabei gewesen, ne? So, und hier haben wir noch Fun Facts für Muggel. Sehr geehrter Luther. Jupp. Könnt ihr mal durchlesen? Kannst du auch mal durchlesen? Wisst ihr wahrscheinlich eh schon alles. Ich als Nicht-Harry Potter-Fan weiß das wahrscheinlich nicht alles. Scharf jetzt auch nicht. Pech gehabt. Okay, das war die Box. Ja, also ich muss schon sagen, es war diesmal nichts mit dabei, wo ich komplett sagen würde, was soll denn der Quatsch? Es war durchaus mal wieder eine Box, die recht gut war. Wir haben 2 Figuren, davon 1,5 plus, hat halt dann nicht jeder. Aber gut. Nebenbei finde ich diese Hulk-Figur echt schön. Wenn ich dafür noch Platz hätte, aber ich wollte hier eh mal umdekorieren, dass ich mal einiges hier umstelle, weil.
Ihr könnt das ja nicht sehen, zum Glück. Deshalb sitze ich auch mal so rum. Nein, dann seht ihr immer, meine Küche ist auch nicht besser. Hier steht also alles, was in den Boxen drin war, stelle ich immer noch irgendwo mit dazwischen. Und dementsprechend sieht das hier oben aus in zwei Regalfächern wie Kraut und Rüben. Lecker übrigens, Kraut. Egal. Aber die kommt auf jeden Fall hin. Ja, hier die Iron Man-Figur vielleicht nicht. Der Schlüsselanhänger ist ganz nett. Das Kissen find ich schön. Ja, und das T-Shirt kann man sich auch geben, ne? Kann man auch tragen. Wunderbar. Und der kommt auch noch irgendwo. Ach, bleibst du da so stehen? Ach ja, perfekt. Warte, pass auf. Ja, perfekt. Sehr schön. Gut, mit diesem Bild verabschiede ich mich dann. Ihr könnt ja mal einfach mal schreiben, wie ihr so die Box fandet. Ich muss sagen, ich fand sie echt nett. Freue mich auf den nächsten Monat, wenn es hoffentlich mal wieder ohne Probleme funktioniert, dass sie mal wieder sehr. Weil sie war ja pünktlich da, die Box. Kann ich ja nichts für, wenn der DHL-Bote so dämlich ist. Nein, so doof ist. Dämlich vielleicht nicht, aber doof. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Over and out. Euer Nordoron. Ciao.